Teamwork ist bei der Feuerwehr und den medizinischen Helfern immer sehr wichtig. Und das betrifft natürlich auch den Nachwuchs. Es ist das 19. Jugendzeltlager. Ihr seht gerade, es wird die Lager-Olympiade findet statt. Es ist so, dass alle Jugendfeuerwehren aus dem Burgenlandkreis, alt und auch neu, das heißt für Weißenfels und Hohenmölzen, nehmen die jugendlichen Kinder, Jugendfeuerwehren und Betreuer hier dran teil. Zu Gast waren vom 18. bis 21. Juli auch 32 Kinder aus Fischbeck, dem Norden von Sachsen-Anhalt, was vom Hochwasser stark betroffen war. Während des Hochwassereinsatzes dieses Jahres war aktiv die Feuerwehr, das DRK und die Bundeswehr im Einsatz. Und dort ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, Geld zu spenden ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, es wäre doch okay, weil wir dieses Jahr wieder das Jugendfeuerwehrlager haben, wenn wir aus dieser Region betroffene Kinder einladen, Sponsoren suchen und diesen Kindern ganz einfach ein paar schöne Tage machen. So, dort hat uns das DRK in Stendal unterstützt. Die haben dort mit den betroffenen Eltern gesprochen. Im Moment sieht es so aus, wir haben hier in diesem Lager erstmalig Fremde, also das heißt, die nicht unbedingt in der Jugendfeuerwehr sind, Kinder aus der Region um Fischbeck hier zu Gast. Und die werden komplett in das Lagerleben integriert. Gestern Abend zur Eröffnungsveranstaltung war das Hochwasserteam vom DRK da und hat dort den Kindern, den betroffenen Kindern, Spielzeug und Sachgegenstände übergeben. Man hat sich riesig gefreut von seitens der Kinder und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass die Hilfe, die hundertprozentig angekommen ist bei den Kindern, so, und die Kinder nehmen praktisch zu Nulltarif an dieser Veranstaltung teil. Die Eltern zum Beispiel haben sich gefreut, dass es eben aus der ganzen Region, aus Kuhlhausen kam man, dort wo eben betroffen ist, haben die Eltern sich gefreut und auch die Kinder. Es ist deswegen schön, weil ja zu Hause viel zu tun ist für die Eltern, dass sie die in guten Händen wissen. Ja, und wir werden hier richtig verwöhnt. Wir waren schon im Tierpark in Bad Kösen und gestern haben sie alle Playmobil geschenkt bekommen. Nun sind sie kräftig am Basteln. Danken möchten die Mitstreiter unter anderem dem Tierpark Bad Kösen für den freien Eintritt und auch der PVG für die Zurverfügungstellung des Busses, um die Gäste aus Fischbeck herholen zu können. Aber damit soll es mit dem Programm für die Kinder aus und um Fischbeck und natürlich auch den Kindern der Jugendfeuerwehren nicht gewesen sein. Für heute haben wir noch angesetzt Bulabana, baden gehen mit den Kindern. Heute Nacht Nachtwanderung ab 20 Uhr mit einzelnen Stationen, die Bundeswehr macht, die vertritt und mit den Kindern ein paar Programme macht dann. Morgen soll ein Heißluftballon-Team kommen, die mit dem Heißluftballon mal drüber fliegen und den dann abends aufstellen und leuchten lassen. Ohne die Sponsoren, ohne die Hilfe, gerade muss ich immer wieder ausheben, der Feuerwehr Naumburg, wissen ja alle, hier hat das Hochwasser einen Meter gestanden. 14 Tage vor Beginn des Lagers waren wir nicht sicher, ob wir hier überhaupt drauf können. Ich war dann zwischenzeitlich mal hier und war so erstaunt über den Platz, der sah so aus. Da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Also sobald das Wasser hier weg war, sind die Helfer hier auf die Wiese, haben das Schwemmgut weggeräumt, haben hier Rasen gemäht, haben Sachen repariert, was kaputt gegangen ist, um uns zu unterstützen, dass wir den Jugendlichen hier die ersten Ferientage so gut bereiten können. Ohne das DRK könnten wir sowas nicht machen. Die unterstützen uns. Die haben hier hinten aufgebaut mit ihren Autos, wenn jetzt mal was passiert. Aber auch in der Organisation. Wir können es nicht alleine. Und da sind wir immer froh, wenn man solche Kameraden und Freunde hat, die uns da unterstützen. Das ist besonders erwähnenswert. Egal ob das DHK ist, THW, die Feuerwehr Naumburg oder die Bundeswehr. Wir haben dort angerufen, da gab es keine Probleme. Die waren sofort dabei. Da merkt man richtig, wenn wir hier besprechen, das ist Herzblut. Die gehen da drin auf. Und das, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist Teamwork eben, so wie man sich das wünscht.